Christoph Schweiger ist Gast beim Altenmarkter Kultursommer. Er bringt sein Programm Pilgerkabarett. Inhalt: Christoph begibt sich vor einigen Jahren mit zwei Freunden auf eine Pilgerreise von Assisi nach Rom. Er erzählt von skurrilen und lustigen Begebenheiten, die gleich nach ihrer Ankunft in Assisi beginnen. Aber wir sind angekommen und dann sagt der Bertl zu mir: Christoph, da her mit dem Pilgerführer, wo müssen wir denn da jetzt hingehen? Hast du die Wanderkarten? Und dann greife ich so hinten zurück, denke mir, okay, das gibt es auch nicht. Wo ist auf das Auto in den Rucksack? Und dann hätte ich einen Rucksack gehabt, dann tue ich mein Handy raus, meine Frau, du suchst sicher das hier. Wie haben uns das genau gewusst hätte, gell? Habe einen Pilgerführer und die ganze Zeit alles daheim schön auf der Anricht in der Küche hingelegt, sieben ein Foto geschickt, gell? Habe ich alles daheim lassen. Jetzt sind wir da gestanden am Bahnhof in Assisi mit null Vorbereitung. Habe ich mir gedacht, okay, so kann es da gehen, gell? Das Handy habe ich mitgehabt, passt eh. Mit Dokumenten dürfte Christoph auf Kriegsfuß stehen, hat er doch bei einer Reise nach St. Petersburg seinen Reisepass im Flugzeug vergessen. Und versuchte natürlich, ihn wiederzubekommen. Und dann ruft mich die auf, die Dame da drüben, die was da so gesessen ist bei der Gepäcksermittlung, sagt sie: Herr Schweiger, kommen Sie mal. Dann bin ich um mit zu ihr, dann sagt sie zu mir: Herr Schweiger, das werden Sie nicht glauben, ich habe das gerade im systeminternen Internet nachgesehen, Ihr Reisepass. Dann sage ich: Ja, mein Reisepass. Dann sagt sie: Ihr Reisepass wäre in Kabul mit dem Vollbart zum heutigen Tag 16.000 Euro wert am Schwarzmarkt. Und dann sage ich: Ja, so. 16.000 Euro war mein Reisepass wert. Das ist super Information, danke. Sonst noch was? Nein, das war schon wieder. Wollte nur ein bisschen. Dann haben wir wieder umgesetzt. Zurück nach Italien. Bei der Pilgerreise findet Christoph seinen Lieblingsduft. Das, in meinem Pilgerbegleitbuch habe ich geschrieben, dieser Duft erinnert mich besonders an meine Kindheit. Und da ist der erste Geruch, an was ich denke, Weihrauch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, jeder hat da was anderes. In Oberösterreich haben wir gespielt, da hat dann eine Frau gesagt, ein warmes Fockenblut. Kaiserschmarrn habe ich gehört, Hei, Stroh, alles groß, frisch gemacht, aber ein warmes Fockenblut. Selbst menschliche Bedürfnisse sind erzählenswert. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und wie ich die Tür aufmacht, ist direkt vor mir die Muschel gewesen. Also direkt da und Oberberger so ein Gewölbe um. Dann habe ich mir gedacht, bist du narrisch, wenn der Lift jetzt wegfährt. Ich bin in einem 2000 Jahre alten Haus, ich halte jetzt die Tür auf. Dann bin ich so, habe ihn eingespreizt und so bin ich dann da gesessen. Dann habe ich mir gedacht, das gibt es auch gar nicht, wo bin ich? Oft einmal. Ein bisschen Angst habe ich auch gehabt, weißt du, wenn was da passiert, ist wer bei euch von der Feuerwehr. Weißt du, wenn es da Brenner anfängt oder was explodiert oder so irgendwie, kann ja alles passieren am Klo. Dann bin ich so da, ganz leicht ist überrascht. Auf alle Fälle ist dann gegangen, ist gar nicht so einfach mit einem Fuß so und so. Und dann bin ich rein, dann bin ich aufgefahren. Dann habe ich zu den Buben gesagt, Buben, das glaubst du mir nie. Und dann geht der Bertl rein, er muss jetzt auch. Dann fährt der Bertl rein, gell, und geht aufs Klo und ist nach einer Minute wieder da. Gell. Sag ich: Bertl, was ist los? Und dann sagt er: Da unten hast du keinen Empfang. Dann sage ich: Was, da hast du keinen Empfang? Dann sagt er: Ja, kann nur groß aufs Klo gehen, wenn er online Krone-Zeitung liest. Und dann hat der Japaner, ich sage euch das ganz kurz durchs Mikrofon, das ist auch. Hat der einen Schuss lassen, aber einen brutalen, wo dann die deutsche Frau nebenbei gesagt hat, was der Japaner wohl gerade geausnet hat. Und das war einer. Der hat bis Mitternacht geschossen, sowas hast du überhaupt noch nicht. So eine halbe Stunde auch so einen, aber was sagst du, den musst du erfinden, so einen. Und alle Geruchsdüfte und alles Mögliche, die Deutsche hat dann gesagt, heute glaube ich, brauche ich keine Schlaftablette. Es geht auch so. Ein gesundheitliches Problem ereilte ihn, die Gicht. Das Problem konnte aber vor Ort durch eine Injektion behoben werden. Boah, Gott, Schmerz komplett weg. Dann sage ich: Fabrizio, klasse. Na ja, dann hat man so ein Formular ausgeführt, was das war für Mittel, hat man eine Pickerlänge gepickt da. Unterschrieben, dass das gut war. Und man denkt, das merke ich mir daheim, das sage ich in Gottfried noch daheim. Mein Hausarzt, der sollte das einmal, da werden wir gleich auf Vorrat, das ist das heilt die Gicht innerhalb von Sekunden, muss ich sagen, das Zeug, was man der da eingespritzt hat, gell? Ja, ich habe den Gottfried schon gesagt, aber ich habe die Geschichte ganz kurz fertig. Rettung weggefahren, der Ritschi und ich gehen auf ein Bier und auf eine Pizza noch nachher da um, in so einer Pizzeria in der Nähe vom Hotel da. Und wenn wir da so drinnen sitzen in der Pizzeria, so ein bisschen kaffeehausmäßig, haben wir gedacht, Alter, das gibt's ja nicht. Da fährt ein Zug durchs Café. Aber ein großer. Und dann fangen Adler fliegen an. Auf einmal kommt ein Elefant bei der Tür rein. Dann sage ich: Ritschi,
Ich glaube, du siehst das nicht, oder? So Marienerscheinung rede ich jetzt nicht, aber fährt da halt so ein Zug, ist das eine Erscheinung oder haben sie da ein 3D-Hologramm da herin? Sag ich, er sieht keinen Zug. Sag ich, ja, da fährt ein Zug herin, um ein Dumm in den, also ein richtiger großer Zug. Sag ich, nein, er sieht keinen Zug, das gibt's. Mir ist die Brille hergerunden. Ich habe 6 Liter Mineral getrunken da, ich habe Halluzinationen, mir hat alles Mögliche angezeigt da herin in den Kaffeehaus da. Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nie gehabt und ich habe so gefürchtet, weil der Ritschi auch gesagt hat, nein, das sieht er nicht. Und dann habe ich Ritschi gesagt, lass das vorbeigehen, das ist ein Wahnsinn. Also ich habe es an den Gottfried gesagt und der Gottfried sagt, nein, ich weiß jetzt das nicht, aber warte, er googelt es, weil das gibt es einfach nicht, dass ich sowas kriegen kann. Gell? Und dann sage ich, ja, was ist gewesen? Und dabei haben sie das in die 70er Jahre in Rom auf der Straße aus Heroinsubsti hergenommen, für heroinsüchtige Junkies auf der Straße, dass die einfach aus einer Drogensucht rauskommen. Und die 70er. Und in die 80er ist dann gesperrt worden, weil es so gefährlich ist. Und in Österreich ist es nie zulassen worden. Und ich habe das verabreicht gegen die Gicht. Ob die Reise anders verlaufen wäre, hätte Christoph den Pilgerführer nicht zu Hause vergessen. Das wird wohl nie geklärt werden. Vielleicht, dass wir in so ein paar Sachen mehr angeschaut hätten, ein bisschen mehr Informationen hätten. Aber vielleicht war man auch weniger im Jetzt, im Moment gewesen, wo wir das Buch mitgehabt hätten, wo wir ein bisschen was Informationen, und so sind wir, glaube ich, näher zu den Menschen gekommen. Es ist uns mehr passiert durch das und mehr Kontakt zur Mit- und Umwelt ist entstanden wahrscheinlich, weil wir vielleicht solche touristischen Punkte, wie es in solchen Reiseführer, Pilgerführer oft drinnen sind, links und rechts ein paar Segen genommen haben dann eigentlich. Ja. Und sein Beweggrund für Pilgerreisen? Bei der Barbara Karlich-Show habe ich gemerkt, dass viele Leute das dann aus einer Problemsituation im Leben aussehen. Ich habe das nicht. Ich habe für mich mit meiner Frau, auch mit den Kindern, wir haben so eine Bucketlist angelegt, was wir im Leben alles erlebt, gesehen haben wollen. Und das in Pilgerreisen, in Reisen, die wir miteinander auch ein bisschen außerhalb der Komfortzone erleben, einfach anzugehen und uns. Als Religionslehrer sage ich jetzt, das Gottesgeschenk Leben annehmen und so leben, wie es er von mir gern hätte. Ein Kabarett der anderen Art, Erlebtes heiter verpackt von Christoph Schweiger. Sag klasse, gell? Studierst 4 Jahre Theologie in Rom und dann weißt du, dass das Presa d'Amore heißt.